Hey meine Lieben und herzlich willkommen hier wieder einmal zu einer neuen Folge von GTA 5 und zwar zeige ich euch heute mal wieder ein Wall Breach bzw. Wall Glitch. Ja, ist tatsächlich ein bisschen tricky, also so an sich ist tatsächlich der Glitch eigentlich total easy, also man kommt da richtig, richtig einfach rein. Allerdings habe ich tatsächlich ein paar Probleme später gehabt, da wo ich natürlich hoffe, dass ihr mir vielleicht dabei helfen könnt. Deswegen freue ich mich natürlich schon auf eure Kommentare, aber hauptsächlich geht es jetzt erstmal darum natürlich, dass ich euch präsentieren möchte, wo sich dieser Glitch überhaupt befindet. Und zwar schauen wir uns einmal kurz die Karte an. Das ist eigentlich von meinem Häuschen da oben eigentlich ganz so ein bisschen weiter runter. Und ja, ziemlich da so am Pier direkt bei diesen Häuschen. Und ja, dann würde ich doch mal behaupten, dass wir da dann einmal doch hinfahren werden, beziehungsweise ja schon auf dem Weg sind. Auf jeden Fall, wenn wir da sind und aus unserem schönen neuen grünen Auto aussteigen, ist es eigentlich tatsächlich gerade gleich easy, weil wir müssen einfach hier durchlaufen, also durch diese, weiß ich nicht, Treppengedöns und dann einfach nach links ab. Ich habe auch überall probiert gehabt, also das ist jetzt wirklich die einzigste Möglichkeit, da wo man halt reinkommt. Und zwar stellen wir uns einfach denn davor und springen dann einfach hoch. Und jetzt kommen wir halt zu dem lustigen bzw. interessanten Teil. Ja, ich habe probiert gehabt, hier überall durchzuschießen und zu machen und zu tun, aber irgendwie, ich weiß nicht warum, habe ich wirklich bisher leider nichts gefunden. Man muss auch wirklich ein bisschen aufpassen, man darf hier nicht zu weit irgendwie rein in das Haus gehen, weil sonst fällt man runter und dann kann man ein bisschen Fallschirmspringen üben oder Fliegen üben, kann man sehen, wie man möchte. Zudem kann man auch nicht mit jeder Waffe schießen. Ich hatte jetzt ja eben gerade die hier ausgewählt gehabt und probiert, aber das hakt ein kleines bisschen mit der hier. Funktioniert das allerdings schon. Problem ist halt nur leider, einen Punkt zu finden, wo man damit dann halt durchschießen kann. So ungefähr zu diesem Fensterteil kann man wirklich so um ein Viereck die ganze Zeit drum herum laufen. Wenn man sonst weiterlaufen würde, wird man halt in die ewige Leere reinfallen. Und das ist natürlich auch nicht wirklich Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Und ja, also habe ich mir überlegt gehabt, wie könnte man das denn sonst nutzen? Also war ich mal gerade draußen ein kleines bisschen unterwegs, habe da ein bisschen Stress provoziert, wenn man das so sagen kann. Also einfach ein paar Menschen getötet, ja, einfach mal so, ne? Puh, was kostet die Welt? Und einfach mal ein bisschen Stress gemacht sozusagen, dass wir die Polizei uns aufmerksam machen, damit ich euch das einmal zeigen kann. Und ja, von der Straße hier, die ist relativ viel befahren, das heißt, ihr könnt hier wirklich ein bisschen Stress machen, vielleicht auch ein bisschen RP dementsprechend logischerweise dazu bekommen. Und dann einfach ganz fix wieder in das Häuschen bzw. in den Glitch halt reinspringen und dann seid ihr auf jeden Fall gesaved, da kann niemand euch was. Und ihr könnt wahrscheinlich dann noch ein paar nette Menschen vielleicht, die dann online sind oder so, ärgern, wenn ihr da einfach reingeht, weil ich behaupte, dass ihr oder beziehungsweise viele den wahrscheinlich denn nicht kennen. Und ja, ich hoffe, euch hat euch das Video natürlich trotzdem gefallen, dann verabschiede ich mich. Schaut mal beim letzten Video vorbei und dann sage ich Tschüss, bye und bis zum nächsten Mal. Tschüss.